Hallo und herzlich willkommen zurück bei SnowRunner. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein paar Meter ohne euch gefahren. Also ich bin wirklich, hier hinten waren wir. Wo waren wir? Hier unten irgendwo. Oder waren wir hier hinten? Ja, wir waren hier hinten. Wie weit sind wir gekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf alle Fälle, den Weg zum Wachturm habe ich ohne euch gefahren. Oder bin ich ohne euch gefahren? Und was liegt beim Wachturm? Ein Upgrade. Das habe ich nicht geholt, damit er es mitbekommt. Wieso ist denn mein Tank leer? Das ist aber jetzt. Der war doch voll. Wieso war denn mein. Hä? Da ist irgendein Fehler jetzt schon wieder bei der. Beim Laden passiert. Mein Tank war voll. Wir haben doch an dem großen. Dem großen Tankauflieger haben wir doch vollgetankt. Ganz komisch, ganz komisch. Ach, Kamera, halt doch mal still. Für aktuellen Truck nicht verfügbar. Für welchen Truck ist es? Für den Ank MK38. Okay, alles klar. Hier für LKWs. So. So, also warum mein Tank leer war? Keine Ahnung, ey. Das dürfte mich nicht fragen. So, mal ganz kurz noch mal auf die Map gucken. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich war ganz kurz hier vorne. Hier, ach, so sind wir gefahren. Genau, so sind wir gefahren. Wir sind ja hier lang. Wir sind ja hier reingefahren. Quasi, wir kamen von hier hinten. Hier irgendwo habe ich Pause gemacht in der letzten Folge. Dann bin ich hier reingefahren, gerade hier am Familienschatz vorbei, bin hier links an Alter Mac, Wagen im Dreck, bin hier lang gefahren, habe mir den schon mal hier hochgezogen, da ich eh in diese Richtung wollte. Und jetzt gucken wir mal, Alter Mac in den Dreck, wo muss der hin? Zu diesem Parkplatz. Okay, dann habe ich ein Stück zu weit gezogen. Aber wir könnten das. Wollen wir es gerade versuchen? Lass uns erstmal dahin fahren. Und dann, doch, was ist das? Ein Boot, oder? Ja. Also, einmal zurück. Gerade nochmal hier oben reingucken, was es da gibt für Aufgaben, dass wir die annehmen können. Und, dann würde ich auch fast schon sagen, wir hocken unseren kleinen Knackarsch wieder in den LKW und fahren die Aufträge ab. Ja. Sofern es geht. Beziehungsweise, vielleicht sollten wir Mast umgefallen. Da gibt es die Holzplanken. Da muss es hingeliefert werden. Achso, ist nur ein Strommast. Keiner, der auf der Straße liegt. Herrliche Route, Lieferung zur Brücke. Ah, genau, das sollten wir vielleicht mal machen. Die Brücke reparieren. Weil ich könnte mir vorstellen, wir müssen von unseren Aufträgen über diese Brücke. Und da tun wir uns hier hinten, glaube ich, sehr schwer. Gut, eins nach dem anderen. Wir springen erstmal wieder zurück in unseren. Ja. Da hüpfen wir wieder rein. Und ziehen uns den Hammer mal zum Parkplatz, wenn wir das schaffen. Oh. Wenn wir das schaffen. Er gibt mir hier ein bisschen zu viel Gas auf dem unebenen Gelände. Die Bäume, ne? Die Bäume. Kennt ihr noch aus diesem aus dem einen James, was ist das? Welt ist nicht genug, James Bond Film, die Welt ist nicht genug, wo der Hubschrauber mit diesen riesen Sägeblättern da rumfliegt? Oh, den hätte ich hier gerne. Ich würde hier alle Bäume weg, alle Bäume, die Äste wegschneiden, den ganzen Scheiß da.
Ja, wie kann denn mich so ein kleiner morscher Ast aufhalten? Vor allen Dingen ein LKW, ja, mit der hier 40 Tonnen hat. So, jetzt haben wir erst noch mal ganz kurz rechts gucken, hatten wir gesagt. Dann versuchen wir mal unser mit dem Jeep den Hummer wegzuziehen. Ich würde ja fast schon. Das ist blöd, dass der Tank leer war. Das ist echt mega blöd. Ist das Aufgabe annehmen oder abliefern? Ich glaube abliefern, oder? Ja, hier ist doch der Mast umgefallen. Ich sehe es doch da vorne schon. So, für alle, die den Schnitt bemerkt haben, eine kurze Erklärung. Ich hatte kurze Niesattacke. Ja, da. Ah, da habe ich schon mal ganz kurz hier noch rechtzeitig gestoppt, bevor ich wieder die Ohren wegfliegen. Genau, hier ist der umgefallene Mast. Der wird dann auch irgendwann mal repariert, aber jetzt fahren wir erstmal relativ geschmeidig drüber. Hier ist das Warehouse, wunderbar. Was gibt's hier? Aufgabe anzeigen. Ach so. Ach, das ist der. Okay. Aber warum? Okay. Der muss doch hier gar nicht hin. Waren wir hier schon? Ich habe irgendeine Folge und ich habe es jetzt verpeilt, dadurch, dass Pause war. Okay, ganz kurz gucken. Wir müssen genau das Stück wieder zurück und dann rechts rüber. Pff, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber wir fahren mal so weit, wir kommen. Wir geben dem da vorne jetzt auch Sprit, würde ich mal sagen. Wir können den ja mal ein bisschen nachtanken. Eine Quelle ist Heckträger und Ziel ist der Hammer. So. Jetzt hat er 10 Liter drin, weil ich weiß, dass er beim Schleppen nach hier hinten angezeigt hat, Sprit ist leer, Motor startet, bla bla bla, ging alles nicht so. Hallo, kannst du mal darüber? Danke, die Spur wollte ich, sehr schön. Genau, zack, Motor startet. Jetzt fahren wir los. Und mal gucken, wie weit wir kommen, oder? Mit unseren 84 Litern. Hammer, warum bist du so dicht? Hallo? Wir müssen hier weiter, oder? Ja. Immer hier weiter. Wenn wir es schaffen, ne?
Ja, genau, hier haben wir, nachdem wir hier drüber waren gestern, da ist dann, da haben wir dann aufgehört und Pause gemacht. Viel zu viel Schnee. Dann müssen wir mal den niedrigen Lastgang einlegen. Fahren hier ganz langsam rüber. Haben ja den anderen da noch im Schlepptau. Gibt mir Zeit, ein Schlückchen Kaffee zu trinken. Ah, mega geil. Wollt ihr mal nichts sehen? Alles klar. Bäm, krass, hey, das Licht von dem Vieh hier. Nee, 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 nee. Bleib jetzt ja nicht an dem Baum herhängen. Oh, schnell vorbeigezogen. Mit der Windu. Schnell an dem Baum vorbei, bevor er hängen bleibt. Nein, nein, nicht mit der Hinter. Nein. Kommst du jetzt damit? Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, gell? Wollte es ja versuchen. Bam, 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 bam. Hier kann man doch höheren Lastwagen wieder nehmen, oder den ganz normalen. Ist es doch gar nicht so tief. Gut, mit was müssen wir dann eigentlich hier rüber? Wir müssen dann mit wieder mit einem geilen LKW rüber und am besten mit Hänger. Wenn ich das da, oder wir fahren zweimal die Holzplanken. Müssen wir dann mal gucken, was wir direkt oben gleich an der Felsverschüttung, ja, wo da der Hang runtergekommen ist und uns den ersten Weg schon versperrt. Mal gucken, was wir da brauchen. Aber ich glaube, Hänger waren hier nicht viele, gell? Ich wollte mich gerade sagen, ich glaube, wir nehmen mal einen Hänger mit. Aber mit dem Hänger dann mich hier wieder so durchquälen. Weiß ich nicht. Und das Ding ist, wäre hier eine Garage, wäre das ja gar nicht so schlimm, ne? Weil dann würde ich ja gerne mal mit unserem neuen alles hier so ein bisschen, mit dem neuen LKW ein bisschen fahren. Aber allzu viel Straße ist hier ja gar nicht, oder? Da können wir doch mit unserem neuen fahren. Den Namen schon wieder vergessen. Und der verbraucht auch so viel Sprit, ne? Hey, der Hammer, er rutscht. Und genau, jetzt links. Links. Oder machen wir alles wieder mit unserem Azov, um auf Nummer sicher zu gehen? Ich weiß es nicht. Ey. Nice, das hat ja geklappt. Ja, leerer Tank, gib mir mal meine 6 Liter wieder. Was ist denn das für ein Gerät, hey? Alter, krass, ey. Hey, so mobile Bohrausrüstung, oder? Hammer. Oh, wisst ihr, was wir haben da vorne? Das ist der Tanker. Da vorne ist der Tanker. So, und an dem haben wir doch auch uns
Tankauflieger. Rock. Zack, Gepäckträger. Bam. Oh, 3700 Liter. Geil. So, was können wir aber jetzt hier noch machen? Familienschatz, was ist das? Schiebeplanauflieger, den kriege ich nicht an meinen Jeep drangehängt. Mast umgefallen, brauche ich auch. Last. Die Verbrauchsgüter. Ah da, Erdrutsch, zwei Verbrauchsgüter. Gefährliche Route, Lieferung zur Brücke, das sind auch. Ja. Okay. Verlorene Werkzeug. Warntrag empfohlen. Ich glaube, ich kann jetzt hier nichts mehr. Nee. Also wir brauchen. Wir einen Hänger kaufen. Einen Hänger können wir hier auch nicht kaufen. Wow. Sonst hätte ich Dings, ne? Mir einen Hänger für meinen Jeep hier gekauft und hätten wir vielleicht das ein oder andere schon gefahren. Merk, da steht ein LKW. Ich wollte gerade hier hochgehen und mir das hier angucken und dann hier die Route planen. Und während ich die Route plane, fällt mir da ein LKW auf. Ja. Ihr wisst, was wir zu tun haben. Könnt ihr es euch denken? Wir quälen uns hier ein bisschen durch. Hier, da durch die Rohre hier so ein bisschen durchgequält. Mal gucken. Da und dann wieder so, ne? Und dann fahren wir die Strecke mal hier hoch. Und so dann geradeaus, bis eine Abzweigung kommt. So. Das machen wir mal. Und dann, wenn wir hier oben das Fleckchen noch aufgedeckt haben, ja, müssen wir mal uns einen LKW holen. Du kannst hier keinen Hänger kaufen und gar nichts. Das ist krass, aber ich muss das Licht ausmachen. Das ist, auch wenn es dann duster ist bei euch und bei mir, aber mich blendet es sonst zu sehr. Ach so, halt, stopp. Wir sind ja schon an der Brücke, an der Pipeline. Und das ist so eine Sache, weißt du? Da müssen wir vielleicht mal die Pipeline. Oh nein! Oh, danke. Die Aufträge weitermachen. Da ist es nämlich mit Sicherheit dabei. So was, was ich repariere die Pipeline in Petro Bay oder so. Warum fahre ich jetzt wieder hier runter? Wo ich doch eh nicht durchkomme. Oh, doch. Mit Schaden, aber bin durchgekommen. Ja, weißt du was, jetzt fahr ich aber auch hier lang. Bin ich nicht hier oben, jetzt fahr ich hier durchs Gemüse. Also wir müssen dann echt mal gucken, in den, bei den Aufträgen, dass wir diese Pipeline repariert haben, bekommen. Sonst macht das, wenig Sinn. Jawohl, ey, komm auf hier durch. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ja. Ah, hier vorne auf die, genau, hier vorne auf die Straße und dann links. Oh, Schnee.
klar, weiter geht's. So. Mit da drunter durchfahren unter dem Rohr haben wir ganz schön Federungsschaden genommen. Echt krass. Die Hälfte. Puh, macht sich auch überhaupt nicht bemerkbar. Reitet hier durch Nacht und Wind. Der Snake, denn er spinnt. Aber ganz ehrlich, mittlerweile ist schon wieder so, oh, ich kann schon wieder keinen Schnee mehr sehen. Also nicht, dass ich mir Michigan zurückwünsche, aber ich kann keinen Schnee mehr sehen. Geht mir voll auf den Zeiger. Aber ich denke mal, in ein paar Folgen sind wir noch in Alaska. Oh, wir können aber auch zwischenzeitlich ein bisschen im Wasser stecken bleiben. Wir können auch mal zwischenzeitlich nach Russland gehen. So ein bisschen Abwechslung reinbringen. Alter! Ach ja, bei dem Öl, wo wir anfangs nur geguckt haben, wo ich dann gesagt habe, ich fahre jetzt nicht weiter nach rechts. Oh nein, hätte ich das bloß mal gemacht. Oh, ich bin gespannt, was das für ein LKW da hinten ist. Weil noch gehört dazu keine Aufgabe. Es ist keine Aufgabe, diesen LKW da hinten rauszuziehen oder so zu holen. Also ich weiß nicht, was uns da hinten erwartet, aber vielleicht ist es ein neuer für uns. Hier wäre sogar Sprit. Also Sprit hätten wir hier genügend. Zwar nicht in Form von Tankstellen. Hallo Kamera. Aber in Form von Tankanhängern. Nur rechtzeitig halt immer den Weg antreten. Mal ein bisschen nicht her. Wo sind wir denn hier eigentlich? Oh Gott, zu Beginn erst. Okay, gut, gut, gut. Also hier ist der LKW. Jetzt mal ein Penöpel hin. Nicht, dass wir dann im Dunkeln doch dran vorbeirauschen. So, und schön im Lastgang, schön langsam. Langsam. Ah. Ich wollte gerade wieder schnelleren Gang reinmachen. In dem Moment sackt die rechte Seite komplett weg. Alter! Ich die Pfütze hier vor mir an. Naja, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Nee, das geht überhaupt nicht. Oh, da steht er. Da steht er.
Okay, gut, den hätten wir nicht übersehen können. Also wenn man den übersehen hätte beim Vorbeifahren, na, Wurst, Mahlzeit. Nein, für den, den wir gerade das Upgrade entdeckt haben. Nice. Geil. Ja, und jetzt? Kannst du ihn jetzt bergen? Ja, moin. Ah, der sieht schon böse. Ja. Ah ja, White Valley in die Garage. Oh, haben wir da überhaupt noch Platz drin? Ne? Das ist so richtiges Urviech, oder? Das ist doch so eine. Der sieht mir schon so nach Drecksau aus, ja? So richtig. Oh, ich gehe überall durch, ist mir scheißegal. Okay, stärkeren Motor. Den würde ich fast nicht einbauen, den Westline. Der hat nämlich einen höheren Spritverbrauch. Ja. Ich würde den hier fast schon einbauen. Der hat nämlich gleichen Spritverbrauch und Leistungsgewicht S. Oh, der hat nur 200 Liter Tankvolumen. Oh, das ist aber. Oh, Getriebe haben wir auch schon. Oh, hey, was ist denn hier los? Oh, die erhöhte. Wir haben ja. Was haben wir denn hier für. Wir haben ja für den fast alles, du. Wir haben für den ja fast alles. Was hat er so für Farben? Ah, die Standardfarben. Ah ja, okay. Okay, jetzt haben wir aber ein Problem. Ich kann mich hier nicht in die Dings porten. Das heißt, wir müssen mal einen wieder einlagern. Na, hier, komm. Den können wir noch abstellen. 16, den können wir mal abstellen. So. Ich weiß eh nicht, warum wir den P16 nicht verkaufen. So, jetzt ist die Sache. Aber warte mal, die Entscheidung ist eigentlich schon gefallen. Ich kann hier keinen. Ja, ich kann hier keine Pritsche drauf machen. Und somit ist die Entscheidung ja schon wieder gefallen. Hast den Azov oder den Western Star? Was nehmen? Oder nehmen wir den? Wir nehmen erstmal gar nichts. Wir springen erstmal zurück in unseren Jar. In unseren Yeehaw. Und fahren das Stück weiter. Und dann gucken wir mal. Oh, für den haben wir ja fast schon alles gefunden. Oder wir hatten sogar, oder haben wir sogar alles gehabt? Ja, eben nur drüber geflogen, aber ich glaube, wir haben für den alles gehabt. Aber 200 Liter Tankvolumen ist natürlich schon. Ist eine harte Nummer. Das ist eine richtig harte Nummer. Ah, wo geht's da lang? Ah, fahren wir auf dem Rückweg. Was? No trespassing? Was? Private property, no trespassing. Ist egal, wir fahren hier rein. Da, seht ihr, ich hab's mir fast schon gedacht. Ich hab's mir fast schon gedacht, dass hier eine Aufgabe auf uns wartet. Genau. Auch noch so eine komische. Oder? Ist es so irgendwas? Erreiche Punkt ABC. Neue Mission entdeckt, die Gebirgsstraße entdeckt. Was denn für eine Gebirgsstraße?
Neue Mission entdeckt. Aufgabe anzeigen. Achso, ich muss auch annehmen. Gott, nein. Weiß ich, das hätte ich eben schon genau gemacht. Die Art der Gebirgsstraße. Erreiche den Berggipfel. Nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh Gott, nein. Das ist doch ein Witz jetzt. Ach, was habe ich gesagt? Was habe ich vor 3 Folgen gesagt? Oder vor 4? 2, 3, 4? Wir müssen da hoch. Ah ja, dann komm halt. Machen wir das halt mal. So, wenn wir es schaffen. Aber wir drehen jetzt erstmal. Achso, im Lastgang können wir nicht drehen. Wann lerne ich das eigentlich? Warte mal, ich muss mir erstmal die Maus wiederholen. Die ist wieder auf irgendeinem anderen Bildschirm verschwunden. Hallo. Oh. Bin ich hier nicht im Vollbildmodus? Warum haut denn die Maus als in den anderen Monitor ab? Das. Ich bin da hier im Vollbildmodus. Ohne Rahmen, im Vollbild oder Fenstermodus. Ja, und trotzdem verschwinde ich aus dem Spiel raus. Das habe ich ja beim normalen auch nicht. Normal muss ich immer alt Tab gehen, weil die Maus halt in meinem Spiel gefangen ist. Nur hier nicht. Langt. Oh, schön. Gucke nach Auto, Upgrade und so, ne? Weil hier waren jetzt 3 Upgrades. Oder? 2? Nein, 3. Ach so, ich war hier ohne Allrad. Ich fahre hier ohne Allrad. Drei Upgrades waren hier versteckt. Zu Beginn gleich eins, als wir in den Feldweg gefahren sind. Dann waren sogar 4. Oben auf dem Gipfel war eins, beim Wachturm war eins. Ne, dann sind es 3. Da war ja nur ein LKW. Das ist heftig. Schon heftig hier, 3 Upgrades. Oh nein. Wollte ich echt da durchfahren? Oh Gott, hatte ich nicht das letzte Mal gesagt, da fahre ich nicht nochmal durch? Ja, moin. Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Und man sieht es kaum auf der Map. Ein bisschen, wenn man genau hinguckt. Oh nein. Okay. Lastgang. Langsamer. Ah, dann wuseln wir uns schon hier irgendwie durch, ne? Irgendwie muss, ne? Muss. Was muss, das muss. Karren aus dem Dreck jetzt hier. Wisst ihr, was wir machen? Wir fahren mit unserem neuen Truck, den wir gefunden haben. Mit dem fahren wir hier. Wir haben den hier gefunden. Aber den müssen wir noch ausbauen, was Geld kostet. Au, au, au.
Vielleicht fahren wir doch mit dem White Star. Der ist halt schon ausgebaut, ne? Und hat Pritsche und kann Hänger. Wir probieren es mal mit dem White Star. Der ist ausgebaut. Müssen halt echt nur auf den Tank gucken. Ruhig, ruhig. Haben wir ein Problem. Ja, da hätten wir uns das sparen auf den das Hochfahren da auf den Berggipfel hätten wir uns sparen können das letzte Mal, ne? Automatik ist mir zu schnell, um hier hochzufahren. Da reißt er mir zu stark an, wenn er losfährt. Gestorben wird draußen. Gesundheit. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ich kraxel mich jetzt noch hier hoch, dass wir die Aufgabe abgeschlossen haben. Und dann mache ich mich mal in die White Valley Garage, hol mal unseren White Star. Und wir gucken mal, ob wir mit dem uns hier ein bisschen durchwuseln können. Immer nur mit dem Azov fahren, das wird ja auf Dauer langweilig, oder? Also ist ja. Müssen wir mal andere Fahrzeuge hier ausprobieren. Und, ach ne, wir sind ja gar nicht, wir sind nicht in Russland. Wir müssen dann mal, wenn wir in Russland sind, müssen wir mal gucken, ob wir da noch geilere Zugtiere finden. Richtige Monsterdinge. Ja, ich dachte auch, als es hieß hier, oh, hier in Alaska findest du den Hammer H2 und ich, oh, geil, Hammer, Hammer, oh, Hammer H2, geiles Teil, geiles Teil. Ja, und dann bin ich die ersten 30 Kilometer damit gefahren und musste feststellen, oh, so geil ist er gar nicht. Da ist der hier wesentlich geiler. Ja, das ist. Es gab bis jetzt hier, glaube ich, mit dem so gut wie fast keine Stelle, wo der nicht durch ist oder hoch ist. Boah, könnt ihr euch an die Folge erinnern? Was war denn das in. War das in. War Michigan, aber. Oh Gott, war das. War, glaube ich, Drummond Island. Da den einen Berg, wo wir da, ich glaube, 60% Steigung hatten oder 70%. Wo der dann da hoch ist und ich. Boah, es war im Stream, war das. Da bin ich bald ausgerastet, weil ich gedacht habe, ich komme da niemals hoch. Bam, bam, bam. Ja, und was soll ich euch sagen? Der Jar hat sich hier hochgequält. Und was ist noch da hochgegangen? Der Azov 64131. Mein Azov ist da genauso hoch und runter gefahren. Die russische Power einfach. Die. Bam! Geil. Gut. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit einschaltet. Und bis dahin, lasst euch gut gehen, habt eine schöne Zeit. Ciao.